Ich hatte das auf dem Thumbnail eingeblendet. Ich hoffe mal, ich habe es auf dem Thumbnail eingeblendet. Ein weiteres Boot. Vielleicht führt das ja zu einer Insel, wo man noch mit dem Clan irgendwas Cooles machen kann. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Heute am Tag der Deutschen Einheit. Ja, ein Feiertag und ich wünsche euch auf jeden Fall auch allen einen schönen Feiertag. Zumindest die Leute, die mir jetzt aus Deutschland zuschauen, die Leute aus zum Beispiel aus Österreich und der Schweiz, denen wünsche ich natürlich auch einen schönen Tag. Wir wollen heute endlich mal das neue Dorf anfangen, das Dörfskin hier, gratis wieder aufbauen. Es wird, ja, warte mal, ich muss mir erstmal muss ich mir jetzt mein Screenshot-Programm mal schnappen. Das ist jetzt dadurch, dass ich jetzt neu aufnehme mit einem anderen Programm, beziehungsweise mit einer anderen App. Da sieht das immer alles ein bisschen anders, als das noch vorher war. Deswegen muss ich das jetzt mal eben ganz schnell screenshotten für das Thumbnail, was ich jetzt gerade auch getan habe. Gratis wieder aufbauen. Möchtest du das Schiff, warte mal, Schiff reparieren. Mit dem Schiff kannst du neue, vor allem neue Orte, Mehrzahl. Ich erinnere mich nicht daran, dass es tatsächlich mehr als ein Ort war, den man besuchen kann, aber okay. Nein, wir können es nicht machen. Ach komm schon, ey. Dafür brauche ich tatsächlich einen Arbeiter? Euer Ernst? Euer Ernst? Haben wir hier keine Sachen mehr, die wir holen können? Irgendwelche Juwelen? Verdammt. Verdammt. Kann ich nicht irgendwas verkaufen? Ah doch, wir können, warte mal, wir können was verkaufen. Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Ich habe noch eine Idee, habe ich noch. Die brauche ich nicht. Yes, 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 ich bin so schlau. So. Dankeschön, wieder aufbauen. Ich habe dieses Tutorial schon so lange nicht mehr gespielt und es schon so lange nicht mehr gesehen. Häuptling, das Schiff und die Mannschaft sind bereit, in See zu stechen. Ich habe mich damals so gefreut, als dieses Dorf rauskam. Ich hätte niemals gedacht, dass es im Endeffekt so gut dann gar nicht war. Also, keine Ahnung. Zuerst dachte ich, es wäre richtig geil, aber irgendwann hat sich dann so ein bisschen die Langeweile eingestellt bei diesem Dorf. Das ist tatsächlich ein Problem, ja, muss ich sagen. Land in Sicht, was ist das für ein Ort? Glück gehabt, Häuptling. Wir können diese alten Gebäude zu einem Unterschlupf machen. Okay. Dann wollen wir die Meisterhütte mal aufbauen. Boah, die hätten so viel machen können mit diesem Dorf. Die hätten so viel machen können. Puh, hier können wir uns erst einmal niederlassen. Ein zweites Zuhause. Wo ist die Social Functionality? Das heißt, es hat sich einfach in diesem Dorf nichts getan. Außer halt neue Level. Och, oh, Besucher. Hurra! Hoppla, wo kommen Sie denn her? Mein Haus, ihr habt es blitzsauber gemacht. Da habt ihr euch einen Rundgang verdient. So, ich bin der Meisterbauarbeiter. Wollt ihr mein Lieblingsgebäude sehen? Da gibt es Truppenspezialfähigkeiten. Eigentlich ein ganz cooles Konzept, muss ich sagen. Da drehen, so, forschen. Tobender Barbar ist natürlich super für die Clanspiele und auch für die Saisonherausforderung. Damit ich euch zeigen kann, wer der beste Bauarbeiter weit und breit ist, brauchen wir natürlich Truppen. Truppen? Häuptling, deine Talente könnten sich hier als nützlich erweisen. Boah, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Echt, wenn ihr so gut kämpft, wie ihr sauber macht, werden wir ein gutes Team. Na, sag das mal Matthias, er ist wahrscheinlich dann der schlechteste Angreifer der Welt. So. Ah, okay, wir können alle da draufsetzen und werden uns jetzt mal eben gegen Master Jimmy von The Order. Werden wir uns jetzt mal eben ganz schnell die 3 Sterne holen. Ja, wie gesagt, ich musste irgendwann das Nachtdorf mal machen und ich habe mich jetzt, wie gesagt, dazu entschieden, das in dieser Folge zu tun, weil einfach sonst nichts los ist, weil das Oktober-Update ja noch nicht da ist und ich mir gedacht habe, für den Silberpass und auch für die Clanspiele wäre das ganz sinnvoll. Oh nein, die greifen uns auch an. So macht man das bei uns. Der beste Angriff gewinnt. Kein Plündern, das wäre unhöflich. Aber wir haben ja gewonnen. Häuptling, dein Angriff war der beste. Wir haben Beute als Belohnung gekriegt. Yippie. So, was haben wir jetzt noch? Wow, ich habe so viele Ideen, was man bauen könnte. Guck auf meine Wunschliste. Alles klar, da gucken wir doch mal drauf. Hier schreibe ich Vorschläge auf, aber du kennst dich ja auch. Du kennst dich ja auch aus. Du hast die Wahl. Wunderbar, wir sind jetzt ein Team. Vielleicht kann ich eines Tages mal mit rüber. Ja.
eines Tages. Häuptling, hier gibt es echt viel zu tun. Wir dürfen nur unser eigenes Dorf nicht vergessen. Ja, ja, deswegen müssen wir immer mal wieder rübergehen und mal gucken. Alter, wie viele Sachen ich hier einfach habe. Hat das jetzt eigentlich schon gezählt? Nein, ich habe doch einen Kampf gewonnen. Ich habe doch einen Stern gesammelt. Woran ich mich erinnere, ist, dass es ziemlich schwierig ist, hier unten in diesen Regionen was zu reißen. So, die kommt nach da. Die werden wir jetzt einmal eben umstellen, die Kleine. So. Ich weiß wirklich, dass es ziemlich schwer ist, in diesen Regionen irgendwas Gescheites auf die Reihe zu kriegen, was Siege angeht. Warte mal, was können wir denn noch bauen? Kanone kann ich nicht bauen. Eine Mauer können wir noch bauen. Eine Mauer, die stelle ich jetzt einfach mal nach da. Und dann stelle ich noch eine... Moment, die drehen wir noch mal. Die stelle ich nach da. Oh, ich habe kein Gold. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Dann probieren wir das einfach mal aus. Ich brauche nur einen Stern. So, wo hat er wohl seine Fallen? Hat er sie wohl hier in der Mitte drin? Nein, hat er nicht. Perfekt. Dann greifen wir ihn mal an. Vielleicht ist das der entscheidende Vorteil für uns, dass wir jetzt diese Sprungfalle haben und... Also die Stoßfalle haben und er nicht. Wir werden es sehen. Es ist echt ärgerlich, dass hier nichts Neues kommt. Einfach, weiß ich auch nicht. Selbst wenn sie einen Clankrieg gemacht hätten in diesem Dorf. Ich meine, sie haben gesagt, sie machen es nicht. Ich meine, gut, klar, sie könnten auch gescheite Gründe dafür haben. Aber irgendwas, um die Clans mal einzubauen, um die Clans mal, weiß nicht, um mal so ein gemeinschaftliches Erlebnis zu fördern in diesem Dorf, das hätte einfach nicht geschadet, finde ich zumindest. Haben sie ja auch angekündigt, es kam dann nur nicht. Das finde ich halt sehr schade, weil meiner Meinung nach das Dorf ziemlich viel Potenzial hat oder auch hatte und es einfach irgendwie bisher nicht ausgenutzt wurde. Okay, der Typ hat gar nichts geholt. Sehr schön, wir haben schon mal unseren ersten Sieg. Ja, kriege ich da denn keine Belohnung für? Ich habe doch was gemacht. Repariere Juwelenmine, verbessere die Meisterhütte auf 3, schalte die Schleichschützen frei. Das können wir tun. Dann, wenn wir das fertig haben, dann können wir auf jeden Fall uns noch ein paar Juwelen snaggeln. Aber, yes, wir haben es. 200 Punkte schon. Dunkles bekomme ich und noch ein bisschen Elixier und so weiter. Brauche ich allerdings in einem anderen Dörfchen jetzt erstmal nicht. Wir werden jetzt einen Angriff noch machen. Gucken wir, dass wir noch gewinnen. Keine Ahnung. Er hat ein bisschen umgebaut, deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Ich lenke jetzt einfach mal ab. Ich greife von der einen Seite an und greife dann von der anderen Seite auch nochmal an, aber es reicht nicht ganz, glaube ich. Oh, ganz knapp reicht es. Aber das ist jetzt die Frage. 2 Minuten 45, reicht das? Okay, es reicht von der Zeit. 2 Minuten 42, dum, dum, dum. Wir müssen ein bisschen geduldig sein und müssen dann mal gucken, ob es reicht. Aber es wird reichen, was der Gegner macht. Der Gegner hat keine Stoßfalle. Zumindest habe ich jetzt keine gesehen. Vielleicht hat er sie oben irgendwo hingebaut, was natürlich nicht so sinnvoll wäre. Schreibt mir mal einfach... Idee. Schreibt mir mal einfach gerne eure Meinung in die Kommentare. Was braucht dieses Dorf? Mal ganz ernsthaft gefragt. Ich weiß, aktuell gucken nicht so viele Leute die Folgen. Ich kann es auch verstehen, weil aktuell ja nicht viel passiert. Kann ich durchaus nachvollziehen. Wird sich wahrscheinlich dann spätestens Ende des Jahres wieder ändern, wenn das dicke Update kommt, dann werden es wahrscheinlich wieder mehr Leute sein, die gucken. Kann ich verstehen. Also ich kann es wirklich verstehen, denn es passiert aktuell nicht so viel. Ich freue mich natürlich, wenn ihr die Folgen guckt, keine Frage. Da bin ich natürlich dann auch sehr froh drüber. Deswegen für die Leute, die Folgen gucken, was ja wahrscheinlich so 10, 15, maximal 20.000 Leute sein werden, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was wünscht ihr euch für dieses Dorf? Was wünscht ihr euch? Es gibt doch eigentlich, ihr seid doch sehr kreativ, da muss es doch noch Sachen geben. Wir gucken mal eben ganz kurz nach, was wir noch für Quests offen haben. Hier unten natürlich. Zerstöre 5 Meisterhütten, das kriege ich hin. Entwickle ein Gebäude weiter, das kriege ich natürlich nicht hin auf die Schnelle. Können wir was forschen? Ja, wir können sie sogar forschen, okay. Ich kann sie sogar fertig machen. Das bringt uns natürlich schon so ein bisschen nach vorne. Haben wir denn jetzt hier noch was? Ich meine, am Anfang ist es immer alles geil. Wenn du am Anfang Sachen bauen kannst oder Sachen weiterentwickeln kannst, ist das natürlich immer besonders cool. Aber warte mal, wir machen das mal ein bisschen anders. Wir werden das jetzt mal so weit umbauen, um unsere Kanone bestmöglichst zu schützen. Damit natürlich nichts anbrennt. Moment, du kommst nach da. So, jetzt haben wir noch die Falle. Von wo wird er denn reingehen? Er könnte es von hier oben versuchen.
Oh, hab eine Idee. Dann werde ich ihn nach da schleudern. Das könnte funktionieren. Wie gesagt, am Anfang, wenn du dieses Dorf neu aufbaust, ist natürlich alles mega, mega neu und gut. Okay, ich kann nur... Okay, wir bräuchten noch ein Armeelager. Und wir werden uns natürlich auch wieder 100% holen. Die Frage ist, holt der Gegner auch 100%? Das ist natürlich jetzt die große Frage, die ich mir stelle. Wir werden es sehen. Guck mal nach. Es ist natürlich immer ein Indiz, wenn der Gegner auch selber angreift. Oder beziehungsweise angreifen tut er ja sowieso. Wenn er halt noch irgendwann zuguckt, dann ist es vielleicht ein Indiz, dass er schneller fertig ist. Ich muss sagen, das mit diesem Technikbaum bei Boom Beach finde ich eigentlich besser. Also ich finde, das 1 gegen 1 ist bei Boom Beach besser gelöst als hier. Ich hatte bei Boom Beach mehr Spaß mit dem Schiff als hier. Nur bei Boom Beach ist halt auch die Sache da... Interessieren sich ja auch nicht ganz so viele Leute für, weil da auch das Update ein bisschen zu spät kam. Was? Also, wie hat er das denn gemacht? Schon wieder 100% gegen 100%, das ist der Klassiker hier unten. Ja, super. Dann müssen wir ein bisschen umdisponieren. Dann werden wir die jetzt noch darstellen, die Falle. Kann ich denn eine Bombe oder sowas bauen vielleicht? Gibt's da nix? Fallen? Nix? Armee? Kann ich auch nichts mehr. 12.000 brauche ich dafür. Ich hab nicht ansatzweise genug. Ja, dann wird's jetzt aber... Da werde ich jetzt mal gucken, ob ich mal selber die Schleichschützen jetzt... Okay, wir werden diese Schleichschützen jetzt mal selber benutzen. So, machen wir jetzt die Kanone kaputt. Und müssen jetzt einfach hoffen, dass der Gegner tatsächlich auf meine Falle reinfällt und quasi seine Schleichschützen da hinsetzt, wo meine Falle ist. Und dass dann quasi die Schleichschützen weggeschleudert werden. Ja, ich weiß noch genau, wo das Dorf rauskam. Vor 2 Jahren und, ja, sagen wir mal 2 Jahre, 2, 3 Monate ist es ja jetzt her, dass das Dörfchen rauskam. Es ist natürlich immer geil, wenn große Updates kommen. Ich muss es wirklich sagen, dadurch, dass wir jetzt im Herbst kein großes Update erleben werden, das ist, muss ich tatsächlich sagen, das ist ein bisschen traurig. Es ist ein bisschen schade. Okay, da hat er die Falle gehabt, die Stoßfalle. Okay, wir haben 100%. Es ist natürlich langweilig, wenn du jetzt immer 100% hast. 100% gegen 100%. Okay, wir haben's. Er ist drauf reingefallen. Ich glaube, er ist drauf reingefallen. Bitte sag mir, er ist drauf reingefallen. Ja, er ist drauf reingefallen. Idiot. Das war gut. Einen machen wir noch. Jetzt haben wir aber genug, um noch was zu bauen. Und uns den entscheidenden Vorteil zu holen. Das werde ich mal noch da setzen. So. Yes. Denn jetzt haben wir den entscheidenden Vorteil. So. Dass wir nämlich jetzt 2 Armeelager haben und der Gegner wird wahrscheinlich nur 1 haben. Oh, der hat auch 2! Nö, der Doppelkanone. Dein Ernst? Eine Doppelkanone? Oh, jetzt wird's aber haarig hier. Nein, reicht doch bitte! Haltet noch ein bisschen durch, Baba! Okay, es reicht. Okay, alles klar. Die Frage ist jetzt, dadurch, dass er jetzt schon eine Verteidigungsanlage mehr hat, wird er wahrscheinlich auch 100% holen. Jetzt sind wir wieder im gleichen Dilemma, wo wir vorher auch schon waren. Dass der Gegner quasi auch immer 100% holt gegen uns, das wäre natürlich gar nicht gut. Komm. Weiter. Oh, wir haben es geschafft. Wir kriegen noch mal ein paar Juwelen. Ja, ich hatte das auf dem Thumbnail eingeblendet. Ich hoffe mal, ich habe es auf dem Thumbnail eingeblendet. Ein weiteres Boot. Vielleicht führt das ja zu einer Insel, wo man noch mit dem Clan irgendwas Cooles machen kann. Warum denn keine Operation im Nachtdorf? So eine Boom Beach Operation fürs Nachtdorf, das fände ich richtig episch. Du hast ein zweites Boot, damit kommst du dann zu der Insel und hast eine Operation wie bei Boom Beach, wo alle sich beteiligen können. Das wäre... Oh, wir haben gewonnen? Das wäre so geil, wenn das kommen würde. Irgendwie sowas. Es würde das Spiel einfach um Welten nach vorne bringen. Es würde das Spiel wirklich um Welten nach vorne bringen. Okay, wir können die Kanone bauen. Die Frage ist, wo bauen wir sie hin? Und wir werden sie dahin bauen. Ja, das passt. Okay, wollen wir noch einen machen? Einen machen wir noch. Heute komplette Nachtdorffolge. Hallo. Wir können mal eben ganz kurz noch auf die Clankriegsliga gucken. Ich habe nämlich angegriffen. Hallo, danke. Darf ich rüber? Dankeschön. Und zwar habe ich in der Clankriegsliga 3 Sterne geholt. Ich bin Nummer 30 und habe gegen die 29. Nein, gegen die auch nicht. Da.
gegen die 25. Wir sieht ganz gut aus. 19 Angriffe, 41 Sterne. Gegner hat 13 Angriffe und 25 Sterne. Oben wird es natürlich ein bisschen mau. Au, die 5 wurde mit 3 Sternen versehen und unser Erster hat auch nur einen Stern kassiert. Also von daher sieht es schon mal ganz gut aus und ich habe wieder einen Arbeiter frei. Wir müssen irgendwas Teures mit Elex machen. Jop, wir nehmen die dunkle Kaserne, dann habe ich schon einen weiteren Schweinereiter fertig. Okay, wir müssen was spenden. Ja, will wer Truppen. Ich mache das immer so, wenn ich zum Beispiel jetzt sowas sehe. Ja, es geht noch. Können wir einen Zauber spenden. Kann man auch einen Zauber spenden. Freeze habe ich nicht. Erdbeben habe ich. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ziemlich lange im Chat schon so eine Anfrage ist, dann spende ich einfach irgendwas, weil wenn die Anfrage schon 5 Stunden da drin ist, dann ja, ist es meistens so, dass das quasi irgendwann ja, muss das ja befüllt werden. Irgendwann muss das ja befüllt werden, sonst besser, du kriegst irgendwie einfach einen Drachen anstatt einen E-Drachen, als dass du dann irgendwann gar nichts bekommst. Komm, hol dir noch! Nein! Nein, das wird unsere Niederlage, glaube ich. Also irgendwann ist es besser, du kriegst halt einen Drachen und einen Loon oder zwei Loons, anstatt halt den E-Drachen, anstatt dass du gar nichts bekommst und das war's. Ach, ärgerlich, aber immerhin einen Stern. Immerhin einen Stern. Ich muss jetzt mal gucken, was der Gegner macht. Oh, wir können live zugucken. Wir können live zugucken. Ja, er holt leider den zweiten Stern, auch wenn er jetzt gleich kaputt ist. Okay, dann muss ich tatsächlich... dann muss ich das tatsächlich umbauen. Nur wohin? Kann ich ihn abbauen? Der ist viel zu teuer. Den kann ich... Ja, ich kann gar nichts abbauen. Ich muss auf 3 verbessern, sonst kann ich nichts abbauen. Dann werden wir ihm jetzt da vorne eine Falle stellen. Wo ist denn meine... Ach, da ist die Sprungfalle, okay. Da ist die Sprungfalle. Damit kommt er dann da hinten rein. Beziehungsweise da in die Mitte. So, das noch da. Aber das werden wir in einer weiteren Folge machen. Oh, 556 von 100, von 1000% haben wir ja schon. Bitte Truppen fordern. Bitte Truppen fordern. Mach rein. Perfekt. Perfekt. So, dann haben wir das nämlich auch fertig. Dann sind wir jetzt schon bei 220 Punkten und sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Macht es gut. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal und dann bis später. Tschüss.